Nächste Runde, Civ 6 steht an, live auf Twitch bei WBs Junger Herde, Matzoman, YouTube seid ihr bei WB und insgesamt sind wir alle gemeinsam Ägypter unter der Führung von Ramses II., der hier schon seit vielen, vielen hundert Jahren unser Reich anführt. Er ist halt unsterblich und nächste Runde steht an. Sind noch, also... Überall Suzerän. Bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ist schon ganz, ganz nett. Frieden? Ja, nein, 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 nein. Immer noch mit diesem ekligen Fußabdruck. Also solange du mir deine Füße irgendwie hier zum Verkauf stellen willst, Hoyo, Herr Bushido, lieber nicht. Dieser Eiffelturm hier ist schon beeindruckend. Wir haben uns noch gar nicht angeguckt. Hier müssen wir natürlich jetzt noch was machen. Wir müssen hier die Mine noch entfernen. Ah, Elektrizität gestohlen. Beförderung möglich. Und Skandal erfinden in Sansibar hat nicht geklappt. Okay. Da ist das Heurika. Also so viel zum Thema, man kann stehlen, es ist halt leider nur ein Heurika. Wollen wir das jetzt weitermachen? Kommt in einer Runde Elektrizität holen. Danach kann man das hier auch mit Umschalt eingeben. Kompositwaffen? Nee, geht nur im Baum. Sollte aber nicht verloren sein. Dann könnten wir hier schon mal einen elektrischen Staudamm bauen. Für unsere Militärakademie. Spion. Einer ist getötet worden. Sollten wir gleich den nächsten bauen. Wir kaufen uns natürlich erstmal das Forschungslabor. Wow. Die Forschungslabore lohnen sich ja richtig. Und dann noch ein Spion, bitte. Spione hier, bitte einmal. Canberra wird wahrscheinlich schwer bewacht. Canberra. Einmal noch Artefakt ausgraben. Und was haben wir bekommen? Stammesdorf. Antike von uns selbst. Da ist unsere Steintafel geblieben, Leute. Ich habe sie gesucht. Habe ich mir doch die Notizen gemacht für den nächsten Stream, was ich sagen soll, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf. Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt. Haben sie bestimmt gemopst in diesem Stammesdorf. Einmal befördern, bitte. Ja, leider noch nicht etwas bezüglich spezieller Technologie, aber Linguist, ein Viertel weniger Zeit, nehmen wir. Nehmen wir gerne Mist. Oh, hier wird uns tatsächlich ja mal jemand in den Weg. Schätze ich da jemand in den Weg. Wir plündern erstmal nochmal. Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein fernsehen. So, jetzt können wir hier schon was weiterbauen. Und das geht auf die Kompositwaffen weiter. Und jetzt können wir noch angreifen. Das sollte ja kein Problem sein hier mit der Feldkanone. Zack! Einmal mit der Keule oder mit dem Speer? Was haben wir da? Einmal rübergezogen. Das ist schon okay. Du kannst mal da bleiben. Wo ist Sindbad? Könnte gegen ankämpfen, aber ich würde auch lieber erstmal mit unserem Piratenschiff, mit unserem Freibeuter vielleicht ankommen. Was passiert, wenn wir den auflösen? Seehandelswege habe ich noch gar nicht gesehen. Einen anderen Admiral haben wir, glaube ich, nicht. Ach, kosten die Admiräle eigentlich was? Ich glaube nicht.
die haben alle Namen. Wir haben nur ihn hier. Okay. Dann können wir leider unsere Schiffe, unsere Piraten nicht weiter boosten. Wie gehen wir weiter runter? Durch die Industrie oder durch die heilige Stätte? Wir gehen mal lieber durch die Industrie. Die heilige Stätte, da eine Eisenbahn durchzubauen. Ich weiß ja nicht. John Rockefeller. Wir könnten auch eine Korporation irgendwo errichten. Aber wenn, dann ginge das nur hier bei den Gewürzen. Das können wir mit dem nächsten machen. Ich glaube, John Rockefeller ist zu cool mit den 3 Öl pro Runde. Außerdem bekommen wir noch mehr Gold. Gold, Gold, Gold. Ja, hat sich auch gelohnt. John Rockefeller ist damit aufgelöst. Dann haben wir hier noch den Herrn Nobel. Der muss hier hin. Einmal zufällige Moderne und 100 große Persönlichkeitspunkte überall. Das sollte uns auch hoffentlich hier einen ordentlichen Abstand geben, hoffe ich. Testen das mal. Wissen über fortgeschrittene Ballistik hat große Fortschritte gemacht, okay. Militärpionier hier. Kümmert sich mal um die Verbindung in den Westen hinein. Ein Sägewerk kommt hier hin. Eine Mine dorthin. Hier haben wir fleißig gekämpft, können wieder rausgehen. Könnten auch heilen. Aber leider nicht. Huch, wie gehen wir denn hier hin? Was ist denn jetzt das hier für eine lustige... Das ist günstiger, als direkt darauf zu ziehen. Weiß ich ja nicht. Spannende Wegfindung. Vulkan inaktiv hier oben interessiert uns nicht. Oh, schaut mal, hier die Städte, die rebellieren bald. Erfolgreich gestohlen. Nächste Runde, nächster Einsatz. Hier drüben waren wir leider weniger erfolgreich. Wie viele Spione können wir uns noch holen? Ach, genug. Okay. Nächste Runde, ja. Können wir machen. Hat das geklappt mit den Punkten? Oh ja, wir haben überall deutliches Fortschritt gemacht. Gerade hier auch bei den musischen Bereichen. Hilft das doch viel. Ja, und den können wir ausgeben oder sie vielmehr, um dann vielleicht in unserer neuen Stadt, in Currypfanne, eine Kooperation zu gründen. Fremde Stadt Unabhängigkeit. Ei, die nächste Stadt rebelliert. Mumien kämpfen hier drüben. Gegen unseren Verbündeten Stadtstaat. Klappt aber kein Problem. Hier sogar ein Chor. Soldateninformation. Marschieren vorbei und singen. Was Schöneres kann es nicht geben. In Schwipschwap lässt sich's prima leben. Oder so ähnlich. Nochmal 4 Zeitalterpunkte. Ja, unser Beschützer bleibt natürlich da. Und hier gibt es leider keine Technikbonusse mehr, die wir stehlen können. Das ist ärgerlich. Wir könnten ihn aber mal rüberziehen dann. Der ist ja super schnell unterwegs, weil er Verkleidung hat. Dann ziehen wir ihn doch. Können wir ihn nach Perth zum Beispiel schicken? Oder Adelaide, sogar nur eine Runde. Da können wir 2 Bonusse... Oh ja, ganz schnell nach Adelaide rüber. Da ist er auch gleich da. Hydroelektrischer Staudamm. Ja, gerne. Noch mehr Strom.
wird uns auch helfen für einen möglichen Wissenschaftssieg auf der Kooperation, eine Eisenbahn runter von der Heiligen Stätte, ja. Und dann gehen wir vielleicht hier so entlang. Auch hier einmal, zack. Noch an Handels. Die Stadtstaaten werden uns wahrscheinlich nicht mehr lange ihren Bonus geben. Dann lieber interne Handelswege. Seepferdchen. Da sei noch Dschungel ohne Sägewerk. Wo hast du denn das entdeckt? Wo ist da in diesem Fall? Dschungel ohne Sägewerk. Hier, der hier. Habe ich das selbst jetzt quasi durch deinen Hinweis entdeckt. Nur ein Reparateur. Ach, ist egal. Wir schwimmen in Gold. Zur Not kaufen wir uns einfach Handwerker. Unberührte Natur. Das wäre für... Ach, das ist sogar im dritten Ring. Im vierten Ring. Okay, da ist es egal. Ja, dann können wir das hier unten dazu holen. Und hier oben... Du hast fertig repariert, so wie es aussieht. Machst mal ein Nickerchen. Dann. Achso, du und dich haben wir gerade hingeschickt. Auch ein Sägewerk. Das ist unser Disputant. Könnten den wieder mal so Richtung zurückschicken, dass er vielleicht den nächsten hier begleitet. Wo ist das Kaufen am günstigsten? Ich denke hier, aus getrüffeltes Popcorn. Ein Apostel, bitte. Nächste Runde eine Beförderung. Hast du hier jemanden entdeckt? Hier die Feldkanone. Können wir killen, bringt uns allerdings nicht so viel. Die wird auch gekillt von unseren Verbündeten. Dann lieber einmal hier rüberziehen Richtung Industrie, die wir plündern wollen. Haben sie hier schon was repariert? Ach, wie langweilig. Den Theaterplatz könnten wir nochmal plündern. Den Campus könnten wir nochmal plündern. Ja, nehmen wir alles gerne mit. Sindbad. Ah, wir haben jetzt... wir haben jetzt schon das Unterseeboot freigeschaltet. Alles klar. Deshalb dauert das länger, bis die Anhalt fertig ist. Na, ich hoffe, die kommt dann noch rechtzeitig. Wir könnten einmal angreifen. Aber ja, dann ist die Stadtmauer noch ein bisschen kaputt. Können wir machen. Sindbad sollte das abkönnen. Geh wieder volles Risiko hier. Ei. Mit Kanonen auf Spatzen, auf Sindbad. 5 Schaden. Ah ja. Oh, jetzt habe ich schnell geklickt. Haben wir hier was vergessen? Oh, hier kommt die KI langsam rein. Sindbad, nee, gar nicht wahr. Hier unser Sun Wukong. Kong heißt er, glaube ich, wird angegriffen. 3-mal. Aua. 4-mal. Das wussten wir ja. Das war standhaft. Ah, aber wenn jetzt doch, wenn wir jetzt plündern, wir haben ja genügend Bewegungspunkte. Sollten wir überleben. Atomzeitalter angebrochen durch unsere Kompositwaffen. Es ist besser für etwas zu sterben, als für nichts zu leben. Okay.
Jetzt haben wir Uran freigeschaltet und... Es herrscht Klassenkrieg, richtig. Aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt. Und wir gewinnen. Ja, wir können auch den Kommunismus anführen. Eins zur Zeit. Erstmal nochmal prüfen. Wir haben hier 6 Bewegungspunkte. 3 würden wir ausgeben, würden nur 547 Gold bekommen. Ich habe mir mehr erhofft von einer Industrie. Dann könnten wir hier runtergehen. Können hier nicht beschossen werden, aber nächste Runde ganz gut ausheilen. Machen wir. Einmal geplündert. Einmal runtergehen. Nochmal plündern können wir jetzt nicht. Wir hauen ab. Wie lange ist der überhaupt noch da? 25 Runden. Okay. Computertechnologie wollten wir haben für die Hochwassersperren. Und Raffinerie brauchen wir auch. Wir brauchen alles. Wir fangen mit Computertechnologie an. Ausrichtung, ja, Kalter Krieg oder Weltraumrennen. Vielleicht die Kryptographie, um unsere Spione noch weiter zu boosten. Kann ich mir vorstellen. Noch ein Spion. Ein Seehafen, bitte. Und diesen Spion schicken wir... Tja, Gott, wohin? Bei Hojo können wir bestimmt nichts klauen, oder? Keine Technikbonus, ne? Ja, dann vielleicht auch zu... Hopsala, wo ist er denn jetzt? Dann vielleicht auch... zu den Australiern. Wir haben Adelaide geschickt. Haben wir in Sydney schon jemanden? Adelaide, Canberra, dann geht der mal nach Sydney. Ja, jetzt die große Frage, Leute, Kommunismus oder Demokratie weiter? Schreibt mal ganz schnell im Chat, was würdet ihr jetzt wählen? Die Demokratie ist ein bisschen allrounder-technischer, finde ich eingestellt. Wir können da viel mit Gold machen, wir haben viel Gold, kriegen noch Rabatt. Wir können theoretisch weiterhandeln mit unseren verbündeten Stadtstaaten, bekommen viel Nahrung, die wir nur mäßig brauchen, und etwas Produktion. Aber sind super flexibel, was die Politikkarten angeht. Wir bekommen mehr Wissenschaft und mehr Produktion durch den Kommunismus, deutlich mehr als bei der Demokratie. Haben militärische Politikplätze, die wir nicht zwingen wollen. Und ja, sind etwas eingeschränkter. So, mal gucken, was schreibt ihr. Kommunismus, Kommunismus. Kommunismus erst mit Raumhafen. Manifest wird geholt, Kommunismus. Welche Siegvariante wollen wir denn? Diplomatie-Sieg oder Wissenschaftssieg? Je nachdem, was schneller geht. Ihr seid jetzt schon für den Kommunismus? Na dann, Proletarier aller Welten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Da ist er. 10% Wissenschaft, das wird alles gleich obendrauf gerechnet werden. Wir müssen jetzt mal gucken, welche Politikkarten rausgefallen sind. Also das Plündern können wir erstmal mit drin halten. Was hilft uns hier oben weiter? Militärakademien, Seehäfen generieren 2 Wissenschaft. Renaissance-Mauern, das sollte uns ein bisschen weiter helfen. Logistik geht immer. Modernisieren wollen wir jetzt nicht. Produzieren wollen wir auch nicht. Das ginge. Da wollen wir nur noch wenig bauen. Möglicherweise noch einen Hafen in der neuen Stadt. Hier oben wollen wir jetzt den Wolkenkratzer rausnehmen, könnten noch eine Wirtschaftskarte reinpacken. Das wird die Kollektivierung sein. Können wir nur machen, solange wir den Kommunismus auch haben. Weil wir ganz viele inländische Handelswege haben.
mehr Produktion und mehr Nahrung. Diplomatie. Also wir könnten die Kanonenboot-Diplomatie mal rausnehmen. Handelskonföderation ist, glaube ich, rausgeflogen. Wir können nochmal bei den Joker-Politikplätzen gucken, was uns hier hilft. Der Herzschlag des Dampfes auf jeden Fall. Der ist auch rausgeflogen. Zu den Waffen brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Wir könnten die Atomspionage weitermachen. Oder wir sagen erstmal, dass wir schneller werden wollen. Und kurz bevor wir fertig sind, machen wir dann die Atomspionage rein. Das ginge auch. Sonst dauert das ja immer so ewig. So, für Raj würden wir für jeden Stadtstaat, wo wir suzerän sind, das sind alle zwei Wissenschaft, Kultur, Glauben, Gold bekommen. Wir sind in 11 Stadtstaaten suzerän. Kann man begründen. Der zweite Bonus, den machen wir nicht. Ach, ich will ein bisschen mehr mit den Spionen diesmal machen. Aber kann man sagen, dass man das reinnimmt, ja. Der Rest bleibt so. Ja. Dann machen wir das jetzt. Unsere Politikagenda steht. 505 Wissenschaft. Wow, jemand wäre 450, glaube ich. Kommt ungefähr hin mit 10% mehr. Hier gucken wir, was wir jetzt für Beförderungen haben. Total langweilige Beförderung. Wir könnten ihn theoretisch zum Märtyrer machen. Wir können ihn auch auflösen, um... Ach, das ist ja total langweilig. Rüber. Ich bin entsetzt. Können wir uns noch mehr Helden zurückrufen bei uns eigentlich? Nee. Die Australier können nicht zurückrufen. Die haben auch viel zu wenig Glauben dafür. Pech gehabt. Dann nehmen wir uns mal den Märtyrer, falls mal irgendwas sein sollte. Hier wollen wir weiter die Straße in den Süden bauen. Hier wollen wir einmal ein Sägewerk anschließen. Oh ja. Das lohnt sich ja jetzt richtig bei den internen Handelswegen. Ja, schwipp, schwapp, ne? Schwipp, schwapp. Schwipp, 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 schwapp. Und ziehen wir am Vulkan lang? Nein, wir gehen hier über Chichen Itza. Komm, hier darf man durchaus mal eine Pyramide. Ja, also wir fahren quasi in die Pyramide rein. Hier ist ein Tunnel. Sieht man jetzt schlecht wegen des Schattens von unserer Freiheitsstatue, aber glaubt mir, hier ist ein Tunnel. Und da habt ihr quasi, wenn ihr diese Bahnstrecke bucht, von getrüffeltes Popcorn nach Currypfanne, ich hab Hunger, habt ihr hier nochmal so richtig schön Einsicht in das Weltwunder. Das ist doch toll. Ja, Kohle geht runter so langsam, deshalb ist es gut, dass wir hier, obwohl wir es eigentlich nicht bräuchten, trotzdem getan haben, einen Staudamm errichtet haben. Zum einen für unser Industriebezirk, zum anderen, weil wir halt damit noch mehr Strom erzeugen können. Ja, der Zug hat möglicherweise häufiger Verspätung. Hier bauen wir jetzt die Industrie. Ist unser Atom-U-Boot schon da? Nein, apropos Atom... Uran ist wo? Ach, hier oben. Im vierten Ring. Das können wir anschließen. Sollte auch bewirtschaftet werden. Aber bringt uns natürlich leider für die Mine selbst keine Vorteile. Wo ist denn noch Uran? Einmal auf der Welt die Verteilung checken. Es gibt 5 Uran. Hier unten in der Wüste...
Ja, hier, wo wir mit unserem Handwerker draufstehen, okay, der wird etwas strahlen, wenn er nach Hause kommt. Bei dem blöden Japaner, okay. Hier auch weit weg. Ja, da kann man was mitmachen. Wir könnten nochmal angreifen. Einheit benötigt Befehle. Oh, hier wird zurückgeschossen. Was ist denn da los? Nicht zurückschießen, Mensch. Frechheit. Ja, und hier sind wir schon angekommen. Dann vielleicht einmal erstmal noch... Ja, wir könnten nochmal Quellen beschaffen oder direkt Technikbonus stehlen. 6 Runden. Erstmal Quellen beschaffen und dann beim Kalten Krieg, sobald er da ist, dann die Politikkarten wechseln. Möglicherweise. Quellen beschaffen dauert lange. Mehr als 90 geht nicht, dann können wir das auch jetzt machen. Na gut, hier 100%, also es geht schon, aber wahrscheinlich hier nicht, ne? Ich habe ja erst gelesen, 90% Chance auf Misserfolg und dachte mir, hä, was ist denn da los? Dabei steht hier Missionserfolg. Naja. Nehmen wir mit. Levatus fragt gerade beim Weltkongress, wenn man jetzt dafür stimmt, dass man selbst 2 Diplomatie-Siegpunkte verliert und das dann entschieden wird, bekomme ich dann quasi auch einen Diplomatie-Siegpunkt, weil ich ja quasi mich auf die Mehrheit, auf die Seite der Mehrheit geschlagen habe. Und das ist tatsächlich so. Ja? Also du würdest dann nicht 2 Diplomatie-Siegpunkte verlieren, sondern nur 1 und damit kann man das dann auch ein bisschen abschwächen und dafür vielleicht dann seine Punkte, seine Gunst dann woanders hin verteilen, wo man sagt, dafür will ich dann aber lieber da gewinnen. Kann man so machen, kann eine Strategie sein. Das haben wir uns angeschaut. Vulkanausbruch, Missionar, hier drüben. Ah, oh, 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 oh. Ich fürchte, Gilgabro hat auch mächtig Schwierigkeiten und müsste noch 33 Runden fürs nächste Zeitalter durchhalten. Hier, boah, hier, Mann. Also, ich habe echt Respekt vor diesem Spielmodus mit den dunklen Zeiten. Es ist bisher ganz gut gelaufen für uns, hätte aber auch ganz anders aussehen können. Das ist das, was du meinst, Levatus, dass man einen weniger verliert. Das ist dann in der Zukunftstechnologie. Gibt es dann so Politikkarten, wo man dann das, glaube ich, auch noch weiter beeinflussen kann. Maui, hier unten, ja, nochmal unbedingt eine Ladung, bitte. Zucker. Ja. Warum nicht? Haben wir jetzt noch irgendwo Geländefelder, die im dritten Ring liegen, an Land, die wir erreichen können? Theoretisch könnten wir hier drum bauen. Ist das Geländefeld? Das Feld ist überschwemmt, ja. Aber wir führen ja in 3 Runden die Computertechnologie ein, dann können wir Hochwassersperren bauen, nicht kaufen. Leider. Valetta gibt's nicht mehr. Das sollte dann klappen. Eine Runde weiter. Dafür, dass wir nur 5 Städte, glaube ich, ne, haben, inzwischen 6, gar nicht so schlecht. Stadt rebelliert bald auch. Echt? Ei. So, hier wollen wir nochmal uns wieder heilen. Sehr gut. Haben noch 3 Bewegungspunkte. Ja, müssten hier oben rum wieder rein, ne?
Oder wir ziehen hier komplett mal weiter durch. Gibt es hier was Spannendes? In Gifu. Ah, hier ist schon alles geplündert. Wir könnten ja auch mal bei den freien Städten plündern gehen. Die sind aber nur mäßig spannend. Hier unten vielleicht. Midaros. Hopsala. Ach, wir würden so die Stadt sogar schon erobern. Aber einmal, komm, einmal mit dem Unterseeboot. Wollen wir doch zumindest einmal feuern. Oder ein bisschen was an Erfahrung sammeln. Das machen wir dann. Dafür haben wir noch genug Zeit. Mit Sindbad fahren wir dann in die Stadt rein. Die werden wir wahrscheinlich vernichten. Und mit ihm haben wir noch viele Runden, um dann hier unten bei den freien Städten oder auch hier drüben dann noch weiter zu plündern. Da könnten wir auch Frieden schließen. Für einen horrenden Preis natürlich. Können dann auch die Stadt zurückgeben. Ist alles möglich. Royal Society, ja. Noch ein Gouverneurstitel, bitte. Hier oben der Handwerker kann so bleiben. Unterseeboot abgeschlossen. Forschungslabor kaufen wir uns mal. Während wir den Seehafen mal manuell bauen. Noch mehr Forschung. Hier auch Forschungslabor. Kaufen wir uns auch. Das kostet jetzt richtig viel Energie. Aber scheint zu klappen aktuell noch. Archäologe ist fertig. Hier runter. Artefakt ausgraben. Hopp, 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 hopp. Fahr mal schneller mit der Eisenbahn. Und wir haben einen Stab des Sun Wukong gefunden. Okay. Dann haben wir hier oben noch unseren Handwerker, der hier das Uran abbauen soll. Hier oben bauen wir auch einen Seehafen, gerne. Gesandte. Wir könnten hier unten nochmal drei hinschicken, dann würden wir nochmal mehr Produktion bekommen. Hätten wir aber auch erstmal keine im Petto. Ich warte lieber, falls hier die KI wieder investiert. Die drei behalte ich mal. Einmal wieder zurück an die Küste und dann hier unten rum weiter. Das Sägewerk erscheint. Die Stadt wird angeschlossen an unser Bahnnetz. Hat das geklappt? Sieht so komisch aus, weil die Bahn hier irgendwie da lang fährt, aber muss sie da lang fahren. Interessant. Einmal Seepferdchen können wir machen, ja. Einmal Seepferdchen. Sindbad wartet noch ein bisschen. Lohnt sich das hier oben nochmal plündern zu gehen? Ich glaube, der geht mal direkt nach hier unten durch. Komm. Und den Handwerker bringen wir mal nach Hause. Maui einmal wieder zurück. Apostel rüber zum Bekehren. Und dann sehe ich hier schon wieder, oh Gott, gleich zwei Mumien. Einmal hier, einmal dort. Ei, da müssen wir uns aber gut verteidigen. Wird die Mumienplage jetzt doch noch so ein Problem zum Ende der Partie? Mal gucken, es darf spannend weitergehen. Computertechnologie wird uns die Hochwassersperre bringen. Nicht vergessen, dass wir rechtzeitig genug vor Ablauf, ja, hier in vier Runden dann die Politikkarte wechseln, sodass wir dann auch... Ach, die Atomspionage haben wir schon drin, alles klar. Ich dachte, wir hätten die Karte drin, dass es schneller geht. Haben wir irgendwie nicht drin. Dann klappt das. Ja, und dann mal gucken, ob wir schneller sind mit dem Diplomatiesieg oder doch mit dem Raumfahrtsieg. Wir haben ja leider noch nicht so viel erforscht im Informationszeitalter und in der Zukunft. Insofern mal gucken, was zuerst kommt.